Liebe Partner des Hochschulforums Digitalisierung, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich danke sehr herzlich für die Einladung, hier heute mit Ihnen Perspektiven des digitalen Wandels in analoger Runde zu beleuchten und zu diskutieren. Digital und analog, das kann sich hervorragend ergänzen. Die digitalen Medien sind keine Bedrohung, kein schwarzes Loch, das unaufhörlich verschluckt, was ihm zu nahe kommt. Sie sind vielmehr ein Universum neuer Möglichkeitsräume, die es verantwortlich und mit den Menschen, also mit einem menschlichen Antlitz, zu gestalten gilt. Mir ist wohl bewusst, dass das nicht überall so gesehen wird. Ich glaube, es wird dennoch so kommen. Schaut man auf die Wirtschaft und die Arbeitswelt, dann kommen kaum noch Zweifel auf, dass wir uns inmitten einer neuen industriellen Revolution befinden. Industrie 4.0, Big Data, das Internet der Dinge sind nur ein paar der Schlagworte, die diese Veränderungen markieren. Veränderungen, an deren Gestaltung unser Haus, das Bundesministerium für Bildung und Forschung, schon seit Jahren gemeinsam mit Wissenschaft und Wirtschaft arbeitet und dieses natürlich auch in Zukunft gemeinsam weiter tun wird. Schaut man auf manch andere Bereiche unserer Gesellschaft, dann ist das Bild nicht so klar. Es gibt vielerorts Ängste und Sorgen um Privatheit, um Kontrollverlust. Und diese müssen wir absolut ernst nehmen und einbeziehen in unsere Arbeiten beim Ausloten der und Ausnutzen der neuen Möglichkeiten. Diese Skepsis und Ambivalenz von Erwartungen hat durchaus auch, so wurde mir berichtet, die ersten Diskussionen im Hochschulforum Digitalisierung geprägt. Und die Initiatoren haben hier mit allen anderen Partnern, und ich freue mich, dass so unglaublich viele Teilnehmer an den Arbeiten, so viele Experten dabei sind, auch so viele Leute hier sind. Mir wurde gesagt, die Warteliste war ein Mehrfaches so lang wie der Kreis derer, die heute kommen konnten. Das ist ein gutes Zeichen, würde ich sagen. Es ist Ihnen aber gelungen, mit Ihren Arbeiten und den 20 Thesen zur Digitalisierung der Hochschulbildung und all den Hintergrundpapieren, die vorgelegt worden sind, wirklich eine hervorragende Basis zu schaffen für weitere Überlegungen, mehr noch für spannende Veränderungen in den Hochschulen und natürlich auch darüber hinaus für neue Ansätze und ganz bestimmt, lieber Herr Meyer-Guckel, für neue Kooperationen. Ich freue mich, dass wir darüber heute diskutieren und dass nicht nur auf dieser Veranstaltung, sondern eingebettet in eine ganze Themenwoche mit vielen Veranstaltungen zu ganz unterschiedlichen Facetten des digitalen Wandels. Das ist sehr wichtig, denn es bedarf an den Hochschulen, und Sie stehen ja im Zentrum dieser Arbeit hier, schon noch einer breiteren Bewusstseinsbildung über die Bedeutung dieses Themas und die Möglichkeiten, die hier ausgenutzt werden können, die aber auch wirklich auf allen Ebenen genutzt werden müssen. Und nur wenn dieses Bewusstsein in die Breite getragen wird, werden wir erfolgreich handeln können. Ich würde gerne den ganzen Tag hier bleiben. Dieses Privileg haben einmal mehr meine Mitarbeiter, denn ich muss heute Nachmittag schon in Bonn sein, um mit den Staatssekretärskolleginnen und Kollegen der Länder über auch sehr wichtige Fragen für die deutsche Hochschullandschaft zu sprechen und zu verhandeln. Dialog ist genauso notwendig, meine Damen und Herren, wie die Entschlossenheit, die Chancen der Digitalisierung verantwortlich zu nutzen. Wir müssen gewissenhaft prüfen, wo
und wie Lehre und Forschung, Bildung und Wissenschaft insgesamt gewinnen können. Das heißt gerade nicht blind und ohne Kontrolle einem Trend zu folgen. Unsere Hochschulen bleiben Orte der Persönlichkeitsbildung und des kritischen Denkens. Nichtsdestotrotz, der digitale Wandel betrifft eben fast alle Bereiche unserer Gesellschaft und deswegen ist er eine zentrale Gestaltungsaufgabe, der sich die ganze Gesellschaft, die Wissenschaft, die Wirtschaft und natürlich auch die Politik stellen müssen. Die Bundesregierung hat dem mit dem Koalitionsvertrag bereits und dann mit der Vorstellung der digitalen Agenda im August vergangenen Jahres Rechnung getragen. Ein Jahr später wird sie die Thematik Digitalisierung im Zentrum der Kabinettsklausur in Meseberg in der kommenden Woche stehen. Das macht deutlich, welch hohen Stellenwert die Bundesregierung dem Thema zumisst. Und Bundeskanzlerin Angela Merkel hat dies heute Morgen in ihrer Haushaltsrede im Plenum des Deutschen Bundestages auch noch einmal sehr nachdrücklich gesagt. Digitalisierung wird die Gesellschaft prägen. Die darin liegenden Chancen wollen wir nutzen für mehr Wachstum und Beschäftigung, aber genauso für mehr Bildungsgerechtigkeit und exzellente Wissenschaft und Forschung. In der digitalen Agenda nehmen wir vielfach Bezug auf Themen der Bildung und Forschung, von der Stärkung der Medienkompetenz über die Digitalisierung der Arbeitswelt bis hin zum umfassenden Thema IT-Sicherheit und Datenschutz. In diesem Sinn hat das BMBF im ersten Jahr der digitalen Agenda bereits zahlreiche neue Maßnahmen auf den Weg gebracht. Ich nenne exemplarisch die Forschungs- und Innovationsförderung zu Industrie 4.0 im Rahmen unserer Hightech-Strategie der Bundesregierung, das Forschungsrahmenprogramm zur Datensicherheit selbstbestimmt und sicher in der digitalen Welt und unsere Forschungsförderung zu Big Data. Gerade gestern hat Frau Ministerin Wanka die Plattform des IT-Gipfels der Bundesregierung gestartet, die sich gemeinsam mit Partnern aus Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft für die Bereiche Bildung und Wissenschaft innovative Impulse vornimmt und die bis zum IT-Gipfel im kommenden Jahr auch konkrete Projekte aufsetzen wird. Der ganze IT-Gipfel der Bundesregierung ist ja jetzt ein wesentliches Forum, um diese Fragen weiter voranzubringen und deswegen eben auch im Bereich Bildung und Wissenschaft eine eigene Plattform. Im Koalitionsvertrag und in der digitalen Agenda ist für den gesamten Bildungsbereich die Erarbeitung einer gemeinsamen Strategie digitales Lernen als Handlungsauftrag für alle verankert. Ziel ist es, die Potenziale der Digitalisierung noch besser auszuschöpfen und neue Zugangswege zur Bildung zu schaffen. Vor dem ja schon angesprochenen Hintergrund der föderalen Zuständigkeiten zwischen Bund und Ländern halte ich es für ganz, ganz wichtig, dass wir hier gemeinsam, lieber Herr Lehmann, Bund und Länder handeln. Wir haben von Bundesseite hier klare Vorstellungen und setzen auf eine produktive Zusammenarbeit mit der Kultusministerkonferenz. Das Thema steht morgen auch in Bonn auf der Tagesordnung der Amtschefkonferenz und dann auf der Tagesordnung auch der KMK im Oktober. Mit Blick auf die Hochschullehre, zentrales Thema hier im Forum, sehe ich zwei besonders wichtige nächste Schritte. Erstens müssen wir die bisher sehr vielfältigen, aber oft noch unverbundenen Erfahrungen systematisieren und empirisch erhärten, um eine qualitätsgesicherte, gute Praxis zu destillieren, die dann auch auf breiter Front Orientierung gibt.
Kürzlich hat die DUZ mit einem Artikel überrascht, der den Titel trägt: Online-Kurse, Europa liegt vorn. Europäische Hochschulen seien bei MOOCs aktiver als US-amerikanische Hochschulen. Ob wir tatsächlich vorn liegen oder nicht, lasse ich mal dahingestellt sein. Fest steht aber, wir sollten unser Licht nicht unter den Scheffel stellen. Wir fangen auch in Deutschland nicht bei Null an. Es gibt unendlich viele Initiativen und Beispiele. Herr Meyer-Guckel hat vorhin einige genannt. Und auch wir im BMBF haben bereits mit Programmen wie beispielsweise Neue Medien in der Bildung oder dem Qualitätspakt Lehre den Einsatz digitaler Medien in der Bildung unterstützt. Im Rahmen des Qualitätspakts Lehre beispielsweise treiben mehr als die Hälfte der 186 geförderten Hochschulen aktiv die Digitalisierung der Hochschullehre voran. Das Spektrum der dabei erprobten Ansätze ist breit. Noch vor Beginn des Studiums werden Online-Assessments eingesetzt, mit deren Hilfe Studierende eine Selbsteinschätzung treffen können und Orientierung erhalten. Im Studium nehmen dann Blended Learning, E-Learning einen wachsenden Stellenwert ein. Lehrvideos kommen zum Einsatz, Vorlesungen werden aufgezeichnet oder produziert, damit Studierende auch zeit- und ortsunabhängig lernen können. Und immer häufiger, ein ganz wesentlicher Sprung, werden diese Mittel verbunden mit denen der sozialen Medien und damit mit der Möglichkeit von Dialog und Kommentierung. Das ist meines Erachtens eine ganz große und wichtige Erweiterung der Chancen. Die Flüchtlingsthematik beschäftigt uns alle in diesen Tagen und ich glaube, das Thema Digitalisierung im Hochschulbereich auch dafür zu nutzen, ist eine zusätzliche Fragestellung, von der ich hoffe, dass Sie sich im Laufe dieser Veranstaltung auch darüber unterhalten. Und wir alle müssen uns Gedanken machen, wie wir die vielfältig vorhandenen Dinge möglichst schnell und in Kooperation, nicht in vielen Einzelaktionen, auf den Weg bringen. Und ich bin froh, dass die Hochschulrektorenkonferenz genauso wie der DAAD, schön Frau Rühland, dass Sie hier sind heute, sich das auch vorgenommen haben und noch in diesem Monat eine Bestandsaufnahme und dann auch Möglichkeiten für Neues entwickeln wollen. Technische Infrastruktur spielt natürlich bei dem Ganzen auch eine Rolle, auch im Qualitätspakt Lehre. Es werden verschiedene Lehrmanagementsysteme, Lernportale, technische Schnittstellen und andere Organisationshilfen entwickelt, die den Alltag der Studierenden und Lernenden stark verändern und sicherlich Hochschule auch deutlich besser noch organisieren können. Zentrale Voraussetzung für alle diese Formate ist auf der einen Seite die Erarbeitung didaktischer Konzepte zur Nutzung der Technologien, zum anderen die Erstellung von fachspezifischen Lehrinhalten. Ein Beispiel: zwei Verbünde von Hochschulen in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz verfolgen einen sehr innovativen Ansatz. Sie erzeugen in Laboren virtuelle Lernwelten in den Ingenieur- und Naturwissenschaften und machen damit anspruchsvolle, hochkomplexe Themenstellungen im wahrsten Sinne auch virtuell begehbar und handgreiflich. Und eine Vielzahl von Studierenden bekommt damit die Möglichkeit, reale Versuchsaufbauten zeit- und ortsunabhängig online durchzuführen. In eine ähnliche Richtung gehen ganz viele Maßnahmen, die wir im Kontext unserer Förderlinie Offene Hochschule unterstützen. Hier geht es ja in besonderer Weise um wissenschaftsbezogene Weiterbildung und darum, neue Zielgruppen für die Hochschulen zu erschließen. Ich hoffe, dass diese und viele, viele andere gute Beispiele in den nächsten Jahren Schule machen.
Zugleich müssen wir aber auch diskutieren, wo noch blinde Flecken bestehen und was genauer erforscht werden muss. Wir sind seitens des BMBF bereit, weitere Forschungsmittel dafür einzusetzen, wie Hochschullehre mithilfe der digitalen Medien weiterentwickelt werden kann. Ich bin sicher, dass eine Stärkung entsprechender F&E-Aktivitäten dazu beitragen kann, Ideen wie Inverted Teaching, selbstgesteuerte Lernpfade, adaptives Lernen oder Learning Analytics weiter voranzubringen. Übergeordnetes Ziel einer solchen Forschung wäre es, wissenschaftlich fundiertes Gestaltungswissen aus den bisherigen Aktivitäten abzuleiten. Was sind die richtigen technischen Voraussetzungen? Wie ändert sich, wie muss sich die hochschulische Organisation ändern? Und wie bringen wir eine größere Dynamik in diesen Veränderungsprozess an den Hochschulen? Das sind aus meiner Sicht ganz entscheidende Fragen. Sie werden auch im Papier des Hochschulforums adressiert. Dazu gehört auch der interessante Vorschlag, Digitalisierungsprojekte in Zielvereinbarungen mit verlässlichen Finanzierungsstrukturen zu koppeln. Ich freue mich, zu diesen und all den anderen Vorschlägen mit Ihnen im Gespräch zu bleiben. Das zweite Handlungsfeld: Jede Hochschule muss meines Erachtens ihre eigene digitale Agenda entwerfen und leben. Und dabei gilt natürlich These 1 des Papiers: Die digitale Hochschule gibt es nicht. Die Vielfalt der Möglichkeiten und der Voraussetzungen wird zu ganz unterschiedlichen Ansätzen führen. Und hier sind aus meiner Sicht in ganz besonderer Weise die Hochschulleitungen gefordert. Denn es reicht nicht, Einzelkämpfern und Vorkämpfern den Rücken zu stärken. Notwendig ist ein strategischer Gesamtansatz an den Hochschulen, der von der technischen Ausstattung bis zu den didaktischen Konzepten reicht. Die Hochschulen sind gefordert, ihre Positionen auszubauen in einem Wettbewerb, der durch internationale Lehr- und Lernangebote weiter zunehmen wird. Aber sie haben eben damit auch die Chance, neue Zielgruppen zu gewinnen, gerade durch ein räumlich und zeitlich flexibleres Studium, wie es so prägnant im Diskussionspapier heißt. Hochschulen haben die Chance, sich mit entsprechenden Angeboten und besserem Service für Studierende wie für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu profilieren. Sie müssen dabei zugleich aber eben auch alle Akteure an der Hochschule entsprechend qualifizieren. Die Länder als die Hauptverantwortlichen für die Hochschulen müssen meines Erachtens dafür Anreize setzen und einen verlässlichen rechtlichen Rahmen schaffen. Zugespitzt formuliert: Wenn digitalen Lehrangeboten die Keule der Kapazitätsverordnung droht, dann wird das die Begeisterung für solche Angebote an den Universitäten sehr begrenzen. Und es ist, glaube ich, auch nicht sinnvoll, wenn solche Angebote nur engstens auf die jeweilige Hochschule oder ein Land zugeschnitten sind, denn ihre Chance besteht ja gerade in der regionale und gesellschaftliche Grenzen überschreitenden Wirkung, nämlich in der Kooperation. Deshalb suchen wir das Gespräch mit den Ländern, deshalb werben wir für eine gemeinsame Strategie. Und ich setze darauf, dass für die Erarbeitung dieser Strategie wir auch von Seiten des Hochschulforums weiter guten, überzeugenden Input bekommen. Beispielsweise mit der komprimierten Darstellung der rechtlichen Herausforderungen im Diskussionspapier ist da schon ein guter Anfang gemacht. Zum Schluss noch ein kurzer Blick auf die Forschung. Hier ist die Ausgangslage eine andere. Die Wissenschaft ist nicht nur die Erfinderin der Digitalisierung, sie treibt die Entwicklung auch konstant weiter voran. Aber sie muss sich mit den Folgen auch in ihrem eigenen Tun auseinandersetzen. Die
Entwicklungsgeschwindigkeit ist in vielen, ich glaube in allen Disziplinen sehr rasant. Das reicht vom Hochleistungsrechnen, was keinen überrascht, bis hin zu den sich auch ganz hervorragend von uns auch geförderten E-Humanities. Das ist eben kein Bereich, der außen vor bleiben kann und sollte, wenn es um Digitalisierung geht. Aber auch im Bereich von Wissenschaft und Forschung ist der Handlungsbedarf hoch. Lassen Sie mich das am einfachen Beispiel der Forschungsdaten illustrieren. Hier ist ein bisschen die Lage so wie bei den Siedlern von Catan. Viele Fachcommunities generieren eine Unmenge von Forschungsdaten. Sie nutzen sie für ein Projekt und dann verschwinden sie vielfach im Archiv. Sie sind dann häufig für andere weder zugänglich noch nutzbar. Es fehlt also sowas wie ein Landesentwicklungsplan mit Verkehrswegen, mit Zentren. Es fehlen Standards für den Datenzugang und den Datenaustausch. Kurz, die Forschung hat ihre eigene Big-Data-Herausforderung. Und die werden wir nur dann gewinnbringend lösen können, wenn die Hochschulen, die außeruniversitären Forschungseinrichtungen und andere Akteure zusammenwirken. Es darf nicht bei Insellösungen bleiben. Und genau deshalb wurde auf Empfehlung des Wissenschaftsrats und damit auch mit der Unterstützung von Bund und Ländern der Rat für Informationsstrukturen gegründet, der seine Arbeit inzwischen aufgenommen hat und ja auch ein Startpapier vorgelegt hat. Forschungsdaten und digitale Wissensbestände sind wichtige Ressourcen und kostbare Rohstoffe. Der digitale Wandel schafft neue, ganz neue Möglichkeiten, diese Daten weit über die ursprüngliche Fragestellung hinaus zu nutzen, sowohl zur Qualitätssicherung im Sinne guter wissenschaftlicher Praxis, als auch für weitere Forschungen und damit neue Erkenntnisse und Innovationen. Für diese Nachnutzung ist aber natürlich die langfristige und gesicherte Verfügbarkeit solcher Daten entscheidend. Sie müssen aufbereitet, analysiert, mit Metadaten versehen, qualitätsgesichert, gespeichert und zugänglich gemacht werden. Hier besteht Handlungsbedarf für Wissenschaft, Hochschulen, Forschungseinrichtungen und die Politik. Unser gemeinsames Ziel muss es sein, dass alle Forschungsdaten breit verfügbar sind und Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus allen Disziplinen einfach und schnell darauf zugreifen können. Wir seitens des BMBF unterstützen diese Entwicklung nach Kräften. Wir arbeiten auch an einer Open Access Strategie als Teil der digitalen Agenda, um die Rahmenbedingungen für einen effektiven und dauerhaften Zugang zu öffentlich finanzierten Publikationen und zu Daten zu verbessern. Mit der Aufnahme eines unabdingbaren gesetzlichen Zweitverwertungsrechts in das Urheberrecht haben wir im vergangenen Jahr einen, wie ich finde, beachtenswerten und durchaus hart erkämpften Erfolg erzielt, um den freien Zugang zu öffentlich geförderter Forschung zu verbessern. Das Urheberrecht, das den Belangen von Wissenschaft, Forschung und Bildung ganz wesentlich ist, muss hier weiter novelliert werden, damit die Chancen der Digitalisierung in ihrer vollen Breite genutzt werden können. Und deshalb planen wir, so auch im Koalitionsvertrag vorgesehen, eine Bildungs- und Wissenschaftsschranke einzuführen, um moderne wissenschaftliche Rahmenbedingungen auch hier zu ermöglichen. Meine Damen und Herren, für mich stellt der digitale Wandel eine neue Vielfalt von Möglichkeiten dar. Wir werden aber die Menschen nur dann für sie gewinnen können, wenn wir die Sicherheit und den Schutz der IT-Systeme und der Dienste verbessern und die
individuelle Freiheit gerade auch im Netz wahren. Wir müssen uns vor kriminellen Angriffen schützen, fragwürdige Praktiken von Unternehmen und staatlichen Institutionen hinterfragen. Zugleich verdienen Wissenschaftler, Urheber, Unternehmen höchsten Schutz für ihre jeweiligen Daten in einer globalisierten Wirtschaft und Welt. Deshalb brauchen wir Sicherheitsstandards und wir müssen Verantwortungskriterien verbessern und Informationspflichten breiter vorsehen. Seit 2009 unterstützen wir im BMBF die Forschung zur IT-Sicherheit und wir tun das in sehr enger Zusammenarbeit auch mit den Kollegen im Innenministerium. Und wir fördern ein interdisziplinäres Forum zum Thema Privatheit, selbstbestimmtes Leben in der digitalen Welt. Denn Medienkompetenz, Informationskompetenz, Beurteilungsfähigkeit der Chancen und Risiken von Digitalisierung sind ein zentraler Baustein. Wenn wir die Risiken der Digitalisierung konsequent berücksichtigen, dann werden wir aus der Vielfalt der Möglichkeiten auch und gerade neue Chancen für die Hochschulen, für Wissenschaft und Forschung, für Wirtschaft und Gesellschaft machen können. Ich freue mich auf diesen Tag bzw. seine Ergebnisse. Ich freue mich auf eine weitere intensive Zusammenarbeit zu diesen wichtigen Fragen und ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit.